Die Politik lockert die Corona-Regelungen in Deutschland. Dennoch zogen am Wochenende erneut in mehreren Städten Menschen auf die Straßen, um gegen die Auflagen zu demonstrieren. Die Demos sorgten auch in der Talkshow von Anne Will für Zündstoff. Hat die Politik ihr Krisenmanagement zu wenig erklärt? Nein, sagt SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach. Anders als etwa in der Flüchtlingskrise sei der Umgang mit der Corona-Krise sehr transparent. Zitat: Mittlerweile wird die Reproduktionszahl sogar auf dem Kinderkanal erklärt. Dies sieht linken Politikerin Sarah Wagenknecht anders. Zwar gäbe es nach wie vor eine große Mehrheit, die hinter den Einschränkungen im Zuge der Krise stehe, es gäbe aber viele Menschen, die mit dem Management der Krise sehr unzufrieden seien. Zu Recht, findet Wagenknecht. Wenn Sie jetzt sagen, es wurde alles gut erklärt, muss man natürlich sagen, das habe ich so nicht empfunden. Also ich fand schon viele öffentliche, äußerst widersprüchlich, viele öffentliche Auftritte, auch das RKI. Da hätte ich mir schon mehr Professionalität gewünscht, gerade in einer so elementaren Frage, wo es um solche einschneidenden Beschränkungen geht. Jetzt werden die Lockerungen wieder zurückgenommen, teilweise in einer widersprüchlichen Form. Wagenknecht sagt, Zitat, ich kann niemandem erklären, warum Fitnessstudios öffnen und Kitas noch zu sind. Unter den Demonstranten gäbe es auch Verrückte, so die linken Frau. Wichtig sei dennoch, die Menschen nicht pauschal in die rechte Ecke zu stellen. Verfassungsschutzpräsident Thomas Haldenwang hatte in der Welt am Sonntag vor einem Ausnutzen der Corona-Proteste, vor allem durch Rechtsextremisten, gewarnt. Was im Internet mit Propaganda, Verschwörungstheorien und Falschnachrichten begonnen habe, werde nun in die reale Welt getragen.